Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim heutigen Video. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, herzlich willkommen hier auf Tupac VR. Ich bin Sebastian und hier gibt es alles rund um das Thema VR, Gaming, Hardware, Software und so weiter und so fort. Und heute habe ich euch zwei Pakete mitgebracht, und zwar die Firma Kiwi mir was geschickt. Und einmal das Comfort Battery Headstrap in der SBC-Version. Die SBC-Version, das ist das Besondere, hat hier einen Magnetanschluss und den kann man dann nutzen mit diesem RGB Vertical Stand. Zeige ich euch hier auch nochmal ganz kurz in nah. Also es sieht echt sehr, sehr wertig aus, sehr hochwertig auch von den Bildern her. Ich bin gespannt, wenn ich es gleich ausgepackt habe, wie so der Ersteindruck ist, ob es dann auch wirklich so gut rüberkommt. Bei dem Battery Strap haben wir hier einen 6400 mAh Stunden Akku drin und der bringt uns 2 bis 4 Stunden mehr Spieldauer. Bei den meisten Games wird es wahrscheinlich dann 2 sein, weil die sehr hardwarehungrig sind. Bei kleineren Anwendungen wahrscheinlich dann ein bisschen mehr. Auf jeden Fall haben wir hier dann schon auf jeden Fall eine Verdopplung vom normalen. Also was ich so rausgefunden habe, ist so 1,5 Stunden länger hält mein Akku meistens nicht. Der Quest 3 Akku, der interne, und wenn wir dann noch mal 2 Stunden draufpacken, ist das super. Also für mich, für meine Anwendung ist das top. Ich brauche nicht mehr. Ja, ich weiß, es schreiben immer Leute noch, die haben 10.000 mAh Powerbank dran geschnallt. Klar, hat man desto mehr, desto besser, desto längere Spieldauer und so weiter. Aber für meine Zwecke reicht es vollkommen. Ich verbringe meistens nicht länger als 2-3 Stunden in der VR-Welt. Das reicht für mich. Und es gibt Leute, die wohnen da auch drin. Das ist auch klar, aber man muss auch so sehen, desto mehr Milliampere-Stunden, desto mehr Gewicht und so weiter und so fort. Ne, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, die man da bedenken muss. Ja, Leute, ich würde sagen, bevor wir auspacken und dann gleich eine kleine Montage machen fürs Headstrap und so weiter, zeige ich euch mal ganz kurz die Homepage, einmal von Amazon noch was. Und dann von Kiwi. Ja, und danach gehen wir dann halt ins Unboxing. Ja, hier sind wir auf der Amazon-Seite. Ich habe nicht alle Pakete gefunden, die ich jetzt bekommen habe, dass man die bei Amazon bestellen kann. Aber ich möchte euch trotzdem die Chance lassen, auch bei Amazon was zu bestellen, wenn ihr das in der Kombination, wie ich euch das heute vorstelle, nicht unbedingt braucht. Also das wäre einmal hier die Version. Das auch das Battery Strap mit 6400 mAh, aber nicht in der SPC-Version, sondern das seht ihr hier den Unterschied. So, hier haben wir halt keinen Magnetanschluss, der ist nicht kompatibel mit dem Stand. Also wenn ihr sagt, ich brauche den Stand nicht wirklich und mir reicht es schon, wenn ich ein komfortables Battery Strap habe, dann könnt ihr das so in der Version hier kaufen bei Amazon. Link packe ich euch auch unten in die Beschreibung. 59,99 würde das jetzt kosten und hier steht es auch nochmal extra. Nicht kompatibel mit unserem vertikalen RGB-Ladeständer. Also das muss man hier schon beachten. Und dann habe ich noch für Leute, die jetzt sagen, ich brauche keinen extra Battery Strap. Hier das normale noch, das wollte ich euch noch zeigen. Dann habt ihr halt nur ein komfortables Headstrap, kein Battery Strap und bezahlt 39,99. Ich kann euch aber empfehlen, zahlt lieber den Aufpreis und habt auch noch extra Akkus drin. Also das ist für mich super wichtig und könnt auch gerne mal eure Meinung unter die Kommentare packen. So, dann kommen wir aber zum Vertical Stand und das ist das von der Kiwi-Seite. Wenn ihr bei Kiwi bestellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich versuche aktuell auch Links zu bekommen, die auf mich personalisiert sind. Weiß ich nicht, ob Kiwi sowas anbietet. Wenn ja, werde ich die auch unten in die Beschreibung packen. Aber hier seht ihr das ganz gut. Hier ist diese SPC-Version und da kann man dann halt über diesen Magnetanschluss kann man das Headset dann laden. Und sieht ganz gut aus. Ich bin gespannt, wie das gleich so rüberkommt. Und ja, hier haben wir 65,95 für den Ständer. Und wenn ihr das zusammen kaufen wollt, direkt mit Battery Strap, SPC und dem Ständer, seid ihr bei 141,90. Und wie gesagt, ihr könnt das dann versandkostenfrei euch ordern. Links packe ich euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung. Und das schauen wir uns dann gleich auf jeden Fall mal an. Und hier haben wir dann
das Batterieladestrap oder den Komfort-Headstrap für die Quest 3. Und hier sehen wir es auch ganz gut. Hier ist dieser Magnetanschluss, den braucht man, ohne das kann man dann halt diesen vertikalen Ständer dann halt nicht nutzen. Und ja, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Alleine kostet das hier 75,95 und ja, der 65,95 zusammen habt ihr dann das hier halt. Und ja, es sieht echt gut aus, ist mit Sicherheit super komfortabel. Ich müsste mir für hier erstmal überlegen, wo packe ich das Ganze hin. Mein Büro ist nicht so groß und so viele Möglichkeiten habe ich gar nicht, dass ich sagen kann, okay, ich stelle das jetzt da oder dahin. Eine kleine Ecke habe ich, wo ich es eventuell dann platzieren könnte. Oder ich baue mir hier in dem Bereich dann noch ein Regal hin. Ja, mal schauen. So, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir zum Unboxing, schauen wir uns das an und dann werde ich erstmal das Headstrap dann montieren und danach packen wir dann den Vertical Stand aus und ja, testen das Ganze mal. Bis gleich. Ja, Leute, da sind wir beim Unboxing und wir haben jetzt erschwerte Bedingungen. Also das Level ist jetzt gerade von 2 auf 10 gegangen, weil Ben muss die Abnahme machen. Er muss unbedingt. Das geht nicht anders. Und jetzt müssen wir das natürlich auch mit Ben machen. Ne? Also, packen wir erstmal hier das Battery Strap aus. Und ich muss sagen, die Firma Kiwi Design macht seit Ewigkeiten so richtig gutes VR-Zubehör, genau wie andere Firmen auch. Und ich hatte das Battery Strap bei der Quest 2. Und das sah vom Design auch identisch aus. Und also ich war immer begeistert davon. So, zeige ich euch mal ganz kurz, was wir hier haben. Also eine kleine Anleitung, wie wir was jetzt benutzen sollen. Dann steht hier noch Makes Things Better. Wollen wir doch hoffen, dass alles besser wird dadurch. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den kleinen Kabelhalter, der an die Seite montiert wird. So. Und der ist klappbar. Und den kann man über Klettverschluss kann man den halt festmachen. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Genau. So würde das hier dann um das Seitenteil dann festgemacht. Und dann kann man hier das Kabel langlegen oder die Kabel, wenn man jetzt, sage ich mal, noch einen Kopfhöreranschluss oder sonst was hat, kann man da dran machen. Dann haben wir hier noch eine kleine Anleitung. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wenn man möchte, kann man sich das durchlesen. So, und hier haben wir jetzt das Headstrap selber, also hier haben wir das Polster für den Hinterkopf, für oben. Dann haben wir hier noch so ein schönes Tuch dabei. Kann man dann die Linsen mit sauber machen, wenn man möchte. So, das legen wir auch nochmal hier hin. Und dann haben wir das eigentliche Battery Headstrap. Das packe ich mal ganz kurz weg. So. So, und dann haben wir hier auch diese LED-Anzeige, die ihr hier seht. 4 LEDs, Ladezustand, ich glaube, das waren 25, 50, 75, 100 Prozent. Und ja, das ist halt der Ladezustand, den ihr euch dann hier anzeigen lassen könnt. Reicht auch, um zu sagen, ja, habe ich jetzt noch viel drin oder wenig drin. Und ja, hier haben wir das Rad, um das vor- und zurückzuziehen, das Ganze. Und jetzt müssen wir eigentlich nur erstmal hier das montieren. Hier haben wir diese Stecker, hier sind die Einlassmulden dafür. Und ja, dann habt ihr hier auch nochmal links und rechts stehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier für euch einfangen kann. Steht auf jeden Fall da dran und das habt ihr hier dann auch nochmal. Aber ist ganz klar, Kopfband muss halt nach oben und deshalb kann das eigentlich nur so gemacht werden. Das wird dann hier einfach eingesteckt, dran gedrückt, fertig. Das war es eigentlich schon. Und ja, jetzt kommen wir zur Quest. Also das Einzige, was wir jetzt machen müssen, oder das Erste, das Kopfband hier vorne durchziehen. Und das geht am einfachsten, wenn man das Facecover auch nochmal demontiert. Also einmal abstecken. Dann wird das hier durchgeführt. Also dieses Band hier durch. Manchmal geht es super easy. Manchmal muss man ein bisschen
bisschen fummeln dafür. So, jetzt haben wir das schon mal da durch. Dann kann man auch das Facecover wieder montieren. So, muss man auch ein bisschen aufpassen mit. So, jetzt lockere ich das hier aber auch nochmal, so dass wir ein bisschen mehr Spielraum haben. So, und jetzt wird das eigentlich diese Teile hier an den Seiten nur eingeklickt. So, zack. Und das ist extra so gemacht, dass das super biegsam ist und soll wohl richtig viel und lange auch aushalten. Also das ist schon gut getestet und bei mir ist da auch damals mit der Quest 2 nichts gebrochen oder sonst was. So. Jetzt haben wir das Ganze hier. Jetzt würde man hier den Stecker natürlich einstecken und dann kann man hier auch hingehen. Ich mache das mal ein bisschen länger. So. Und dann kann man hier an der Seite, kann man dann irgendwo das Ding hier befestigen, wo man möchte. Kann dadurch dann sauber das Kabel abfangen, wo man das auch immer haben möchte. Fertig. So, jetzt werde ich das mal ganz kurz testen. Ich stelle mal ganz kurz auf groß wieder, damit ihr mich auch ganz seht. So. Also es ist richtig bequem, genau wie damals auch bei der Quest 2. Und richtig schön gepolstert hinten. Oben haben wir ein richtig schönes Polster und ich kann es auch richtig schön festziehen. Und ja, das ist halt nur jetzt Ersteindruck, ne? Aber wie gesagt, ich hab das Teil bei der Quest 2 echt geliebt. Das ist so komfortabel und ich habe da null Probleme mit gehabt. Damals, als ich das benutzt habe. Und jetzt seht ihr auch hier, ich hoffe, ihr könnt sehen. Ihr seht es, die sind an und einer ist aus. Also wir sind jetzt bei 75% ungefähr vom Ladestand der Akkus. Guck mal kurz, ob ich euch auf der großen Kamera besser zeigen kann. Ja, da sieht es besser aus. So. Und wenn wir das jetzt laden wollen, also ich bin immer hingegangen, habe die Quest abgezogen, habe einzeln geladen. Also ich habe beides einzeln geladen, hier vollgeladen und dann auch die Quest einzeln geladen und dann habe ich angesteckert. Muss man nicht unbedingt, aber für mich war es dann, ja, irgendwie so ein Standardprozedere, was ich immer gemacht habe. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist, dass ihr die ab und zu mal trotzdem alles komplett entlädt, dass ihr, sage ich mal, auch schon mal ohne Batteriestrap spielt, das absteckt und dann einfach mal die Quest auch so leer macht und wieder vollladet, dass man halt so einen Ladezyklus ab und zu hat und die nicht immer nur beigeladen wird. Finde ich zur Akkupflege, da gibt es tausend verschiedene Meinungen. Manche meinen, die neuen Akkus, da braucht man das gar nicht mehr. Das ist Quatsch. Man kann die immer zwischenladen. Manche sagen aber, die schwören immer noch, ja, guckt, dass ihr die nicht komplett entladet. Also nicht auf 0% natürlich, aber so auf 20-30% und dann auch wieder vollladen. Da gibt es auch verschiedene Anweisungen, die man so im Internet findet. Aber man sollte auf jeden Fall gucken, dass man die ab und zu mal den internen Akku auch mal ein bisschen bespielt und auch leer macht. Aber auch nicht bis zu 0%, das ist nie gut. So eine komplette Leerentladung, das sollte man nicht machen. So, jetzt haben wir das ausgepackt und montiert. Und jetzt stelle ich das mal zur Seite. Und jetzt haben wir den RGB-Stand. Und den möchte ich natürlich jetzt auch mal mit euch auspacken. Jetzt muss ich mal schauen, der ist noch... Da brauche ich eine Schere für. So, Hintergrund ist der Ben immer noch. Wer wartet schön. So, unten mal auf. Also auf den Bildern her macht er einen richtig guten Eindruck. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt bin ich auch gespannt,
Wenn wir den jetzt auspacken. So. Die Wunderbox. So, der ist direkt mitgekommen. Hier haben wir auch wieder eine kleine Anleitung, wie das Ganze zusammengebaut wird. Also der kommt scheinbar mit in Einzelteilen und man muss den zusammensteckern. Bin ich gespannt. Ich habe mir wirklich noch nicht angeguckt, wie der zusammengebaut wird. So, hier haben wir das. So, dann haben wir so eine kleine Box dabei. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, okay. Das sind die Controllerhalter. Ne? Hier kann man die Controller schön einpacken oder dranhängen. Probieren wir gleich mal, ob das auch mit den hier ohne Probleme funktioniert. Das sind ja die AMVR-Schlaufen, die Griffe, Controllergriffe. Hier haben wir diese Folie, ne? Diese Schutzfolie noch dran. So, das sieht aus, dass das der Ladestecker ist. Ja, der ist so gummiger. Komplett aus Gummi, komisch. Aber sehen wir halt diesen Magnet. Und hier haben wir jetzt noch einen dabei. Das ist, wenn ich natürlich mit Quest 2 oder sonst was das auch benutzen möchte. Bei dem jetzigen Lade... Beim jetzigen Battery Strap haben wir ja hier schon den Ladestecker dran und dann brauchen wir den hier nicht extra. Der ist halt dafür da, wenn wir noch was anderes haben. So. Dann können wir das mal wegpacken. Das ist nur noch eine Anleitung und so. Aber wir brauchen schon Anleitungen. So, jetzt packen wir das Teil hier auch noch aus. Dann haben wir nochmal so ein Plastikteil. Hier auch. Ein richtig schwerer Fuß. Also kann man nicht meckern. So, dann haben wir hier auch noch Folie. Packe ich mal zur Seite. Und hier haben wir dann auch noch Plastik, Plastik, Plastik. So, jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen. Wie das zusammengebaut wird, schauen wir uns jetzt mal an. So, also, das soll man jetzt hier wohl ansteckern. So, und dann sehen wir hier hinten, da ist dann der Anschluss für unser USB-Kabel, worüber das Ganze dann geladen werden soll. Hier unten haben wir noch Knöpfe, die sind wahrscheinlich für die RGB-Beleuchtung. So, an dritter Stelle soll das dann hier drüber geschoben werden. Kurz gucken, ob ich auch richtig bin. So. Wäre ja blöd, wenn das falsch rumgesteckt wird, ne? So, dann haben wir hier das Teil noch. Das scheint. So. Und das wird dann hier so drüber gezogen. Und dann haben wir hier an der Seite haben wir auch noch einen Stecker. Und da kommt unser Ladestecker dran. Den packe ich jetzt mal weg, weil den brauche ich ja nicht, weil ich ja schon das Battery Strap habe, was das schon unterstützt. Und ja, hier haben wir dann nachher unsere Beleuchtung. Ich werde jetzt mal kurz ein Kabel organisieren, damit ich hier mal auch Power drauf habe auf dem Ständer, dass wir dann auch mal ja hier eine RGB-Beleuchtung haben. So, jetzt habe ich Power auf der Station und jetzt werde ich erstmal hier diese Schutzfolie noch abziehen, bevor wir jetzt hier mal loslegen und
Ja, wenn wir es hier sehen. Das Kabel ist dran. Und jetzt versuche ich mal, mein Licht ein bisschen auszuschalten, damit die Beleuchtung auch ein bisschen besser rüberkommt. So, jetzt haben wir unten haben wir halt Knöpfe. Hier kann ich die Helligkeit einstellen in verschiedenen Stufen. So, und hier kann ich die Farbe einstellen. Ich versuche das mal ganz kurz auf groß zu zeigen, weil die Kamera das ein bisschen besser einfangen kann als meine kleine Kamera. So, guck mal. So, das kann sich dann halt jeder einstellen, wie er möchte. Und so, jetzt gucke ich mal ganz kurz mit den Controllern. Also einmal kann man die jetzt hier so dranhängen, ne? Das zeige ich euch jetzt auch in groß. So. Dann kann man die so wie man möchte. Oder man klappt die halt zur Seite und kann die dann auch hier so einhaken. Ne, das kann man auch machen. Geht mit dem Original natürlich besser, aber seht, das geht ja auch. Ne? Und dann hat man die halt auch immer zur Hand. Kann man dann machen, wie man möchte. Und ja, jetzt habe ich hier den an der Seite, habe ich unseren Ladestecker angeschlossen. Der kommt hier dran. Wie gesagt, das ist wirklich hier so eine Gummiverbindung und oben haben wir unseren Magnetanschluss und hier haben wir ja auch den Magnetanschluss und das kann ich jetzt hier einfach drauflegen und die finden sich dann. Und wie ihr gehört habt, wenn ihr es gehört habt, ja, hat er dann auch direkt erkannt und lädt auch gerade. Also hier blinkt gerade auch die zweite LED, also die wird jetzt gerade auch darüber geladen. Die Quest wird über das Battery Strap geladen. Ja, und wenn ich die dann benutzen will, ziehe ich einfach ab, fertig. Und die finden sich nahezu selbst, diese Magneten, wie ihr gerade gesehen habt. Versuch mal so ein bisschen näher. Na. Also das System ist schon cool, muss ich sagen. Also das gefällt mir richtig gut. Und der liegt halt, muss man halt gucken, dass der nicht zu sehr auseinandergebaut ist. Aber der liegt dann auch hinten schön auf. Hier, dafür ist das hier da. Und ja, Controller haben wir jetzt hier schön dran. Also einfach richtig cooler Ständer. Den kann man sich jetzt auch so. Dann kann man den mal ein bisschen besser sehen. Kabel liegt jetzt hier so ein bisschen provisorisch, aber kann ich mir vorstellen, dass ich mir den hier hinpacke und dann kann er immer schön laden. Und wenn ich den dann brauche, ziehe ich mir den einfach ab, leg los und also ist schon eine verdammt gute Erfindung, muss ich ganz klar sagen. Also gefällt mir richtig gut. Ist jetzt natürlich kein steckerloses Laden, aber trotzdem haben wir hier eine schöne Verbindung. Darüber geht auch viel mehr Strom als über so eine steckerlose Verbindung. Und ja, kommen wir mal zu den Materialien. Also der Fuß ist echt super, super stabil, schwer. Ist auch hier Metall-Plastik-Kombination, würde ich mal so tippen. Und das andere ist halt alles aus Plastik, aber trotzdem macht es einen guten, wertigen Eindruck. Sieht schick aus, auch mit der Beleuchtung, die wir hier haben. Wir es immer einstellen können und ja, auch, dass wir hier die Controller schön reinpacken können. Ne, entweder man packt die da oben rein oder hängt die hier dran und klappt die dann zur Seite. Ne? Also das geht natürlich auch. Das könnt ihr dann entscheiden, wie ihr das am liebsten habt. So baut er natürlich ein bisschen weiter in die
zur Seite hin und anders kann man den halt ein bisschen schmaler dann einbauen, wenn man nicht so viel Platz hat. Ja, wie gesagt, das ist halt hier alles ganz normaler Plastik, aber es tut seinen Zweck. Ne? Der muss ja jetzt nicht super viel aushalten, sondern der muss nur so ein bisschen abfedern, ne? Dass er hinten schön aufliegt. Und hier liegt er sowieso so sehr gut auf und das ist hier auch verdammt stabil. Ich habe jetzt an meinem Tisch liegen, was so ein bisschen hier wackelt. Weil die Tischplatte auch schon ein bisschen so, ne? aber macht einen richtig guten, wertigen Eindruck. Ich bin gespannt, wie lange diese Verbindung hier hält. Das muss man mal abwarten. Aber die ist so flexibel, dass ich da keine große Angst habe, dass das irgendwie kaputt geht oder sonst was. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt eine andere Brille habt, könnt ihr das auch nutzen mit diesem anderen Stecker. Und dann kommt der eine Stecker einfach nur an die Quest 2 oder Quest Pro. Und ja, dann habt ihr das auch. Dann braucht ihr da nicht extra diese Ladetechnik, sondern habt das dann halt direkt an der Brille dran. Ne? Dann kommt ihr hier rein. Und guckt nach unten, fertig. Also gut, dass wir da auch mitgedacht haben, dass das nicht nur in Kombination mit diesem Comfort Battery Strap SPC funktioniert, sondern auch mit Quest 2 oder Quest Pro. Ich habe die Quest 2 jetzt nicht, sonst hätte ich die wirklich auch mal draufgelegt, euch das gezeigt. Aber ich habe die verkauft, weil ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Von daher macht es am meisten Sinn, wenn man dann sowas verkauft und jemanden glücklich macht, der dann auch VR damit nutzen kann und ja, die VR-Welt erleben kann. Wir müssen ja dafür sorgen, dass immer mehr Leute VR benutzen und das geht dann nicht gut, wenn man sich die ganzen Brillen zu Hause in die Vitrine stellt, sondern dass man die weiterverkauft und eventuell günstiger als die Leute, die im Markt kaufen können und ja, dann hat man wieder einen neuen VR-Nutzer. Finde ich sinnvoller, als wenn die im Regal verstauben. Ja, Leute, das war mein Video, mein Ersteindrucksvideo-Unboxing mit Montage. Und ich muss sagen, Ersteindruck ist echt gut. Das ist schon gut durchdacht, das Ganze. Ich habe so eine Art Technik auch für mein Handy. Und ja, das ist auch super komfortabel. Man geht nur in die Nähe da dran und zack, schon ist er dran und lädt auf und man hat halt nicht mehr das Problem, dass das Kabel mal knicken kann oder so. Das ist total flexibel und das ist auch hier der Fall. Also komplett gelungen finde ich das und vom Preis her muss man sagen 141,90, also 142 € für das Gesamtpaket, muss man sich überlegen, brauche ich jetzt so einen Ständer? Es sieht schick aus, es ist super, auch super bequem, ne, drauf, zack, lädt, fertig, ne. Wenn man nicht braucht, braucht man aber definitiv so ein Battery Strap, das ist, also das ist das Geld definitiv wert. Das kann ich verstehen, dass die Leute sagen, okay, brauche ich nicht unbedingt, aber ich finde es trotzdem ein cooles Gimmick, ein cooles Zubehörteil und man hat nicht immer alles rumfliegen, ne. Ich muss auch sagen, bei mir im Büro, das fliegt hier irgendwo rum und dann suche ich immer Controller und so. Und so hat man alles an einer Fläche und weiß direkt, okay, da ist meine Quest und da kann ich direkt loslegen. Ne? Und das ist schon sehr, sehr komfortabel mit so einem Teil. Aber wie gesagt, ich kann die Leute verstehen, die sagen, ja, 141 € fürs Ganze oder 142 € fürs ganze Paket ist was viel. Aber überlegt euch, ob ihr wirklich das Battery Strap euch nicht zulegen wollt, weil das ist echt super. Ich würde die jetzt gerne mal miteinander vergleichen, direkt 1:1, aber ich würde vermuten, dass es identisch ist mit dem Quest 2 Headstrap, was ich damals hatte. Das sah genau ähnlich aus, ähnlich aufgebaut und war wirklich mein Lieblings-Headstrap. Ja, Leute, das war mein Kiwi-Video und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das zu bestellen, unten in der Beschreibung sind die Links dazu. Und ja, bestellt könnt ihr gerne auch mal eure Meinung zu dem Ganzen unter die Kommentare packen. Wenn ihr eventuell schon sowas habt, gerne auch mal eure Erfahrungsberichte rein damit. Und wenn ihr Fragen dazu habt, gerne auch in die Kommentare rein. Wenn ihr Fragen zu VR oder sonst was habt, könnt ihr die auch immer in den Kommentaren reinpacken. Oder ihr kommt uns auf VR World Germany besuchen, ist die Facebook-Gruppe.
Da sind so viele Leute, die Fragen beantworten oder Fragen haben. Und ja, eine richtig nette Community, wo wir uns austauschen über VR und auch Fragen stellen und Fragen beantworten. Und der Link ist auch unten in der Beschreibung. Könnt ihr uns auch gerne mal besuchen kommen da. Ja, Leute, das war's. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einmal auf Abo-Button drücken, Like raus, Kommentar schreiben und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.